Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass die Energie immer mehr runtergeht und man immer müder ist, immer schneller erschöpft ist und einfach nicht auf die Gänge kommt? Ja, da sind Sie bestimmt nicht alleine. Das ist ein bisschen ein kollektives Problem heutzutage, dass einfach immer mehr Energie verloren gegangen ist. Nur, was können wir dagegen tun und wie kriegen wir unsere Energiereserven wieder auf? Und was hat eigentlich dazu geführt, dass die Energien immer mehr und schneller verloren gegangen sind? Das möchte ich heute mit einem Herrn diskutieren, nämlich mit Professor Dr. Stefan Hochertz. Und nehme Sie gleich mit auf eine wunderbare Reise. Nach dem Intro geht's los. Bleiben Sie dran. So, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen den Gast auch zeigen, Professor Dr. Stefan Hochertz, herzlich willkommen. Gell, das kommt nicht nur mir so vor, dass die Energie in den Keller gegangen ist bei immer viel mehr Menschen. Ja, das ist wahr. Wenn wir uns überhaupt mal den Energiehaushalt anschauen, was ist Energie? Wir wissen heute, dass Energie, es gibt den Energieerhaltungssatz aus der Physik, Energie geht nicht verloren, also sie muss irgendwo herkommen, sie geht wieder irgendwo hin. Und ich frage die Menschen immer, wenn sie sagen, ja, Energie, ich bin energielos, dann sage ich, nein, das bist du zunächst einmal nicht. Welche Temperatur ist in deinem Körper, in deinem Inneren? 37 Grad. Egal, wie kalt es draußen ist, wir haben in unserem Inneren 37 Grad. Und wenn ich dann die Menschen frage, versuch doch mal einen Raum auf 37 Grad aufzuwärmen, dann brauchst du viel Energie. Ja, okay. Was brauche ich? Ich brauche Gas, Strom, ich brauche Holz oder Erdöl oder was auch immer. Ich brauche einen Brenner. Wo ist der bei dir? Wo ist der Einfüllstutzen fürs Gas? Wo ist der Brenner, dass wir es schaffen, in uns 37 Grad zu haben? Also das sind ja auch die Mitochondrien, die uns die ATP zur Verfügung stellen, also die Energie. Richtig. Aus den Energiekraftwerken. Und aus diesen Mitochondrien, aus diesen Energiekraftwerken entsteht zunächst einmal Wärme. Dass wir überhaupt gleich warm sind, dass wir immer 37 Grad haben, was wir ja benötigen, damit die ganzen metabolischen Abläufe, die ganzen Dinge, die in unserem Körper passieren, sind ja auf 37 Grad eingestellt. Aber jetzt sagst du immer diese 37 Grad so dogmatisch. Wir haben festgestellt, dass eigentlich die durchschnittliche Körpertemperatur nicht mehr 37 ist, sondern irgendwo 36,3, 36,4. Ja gut, darüber will ich mich jetzt nicht streiten. Mhm. Es kann auch. Aber das ist ja auch dramatisch, oder? Es ist auf jeden Fall eine hohe Energieleistung, diese Wärme überhaupt erstmal herzustellen. Die muss ja produziert werden. Mhm. Und wir haben ja, wie gesagt, keinen Brenner, sondern es ist ein chemischer Prozess, der ablaufen muss, aus dem Wärme resultiert. Und das findet in den Energiekraftwerken, das hat jeder mal so in der Schule gelernt, Mitochondrien, das Wort kennt ja fast noch jemand und das wird dann immer verbunden mit dem Begriff, das ist das Kraftwerk des Körpers oder Kraftwerk der Zelle. Die wenigsten wissen, dass pro Zelle wir 2000 bis 20.000 dieser Mitochondrien haben, je nachdem, wo die Zelle sich befindet, wie aktiv die ist, wie die sozusagen zur Energieleistung des Körpers beiträgt. Und die Mitochondrien, da haben wir so eine Vorstellung, dass sie so kleine Zellorganellen sind, in denen nochmal Membranen sind. Und es ist richtig, das Wort ATP ist schon gelaufen. Da wird aus einem chemischen Prozess, dem Zitronensäurezyklus, NADH, NADPH, ADP, wird ATP produziert, also ein Triphosphat. Und dieses Triphosphat hat so viel Energie, dass wenn ich dort so raus wieder ein Diphosphat mache, dass da Wärmeenergie, chemische Energie abgegeben wird. Das ist tatsächlich unser Kraftspender, unser Energiespender. Und nicht nur Wärmeenergie, sondern die gesamte Energie unseres Organismus. Jede Handbewegung, die ich mache, ist ja Energie. Aber warum können wir denn das Gefühl haben, wir haben keine Energie oder fühlen energielos, wenn doch eigentlich die Produktion da ist? Heißt das, ich habe weniger Mitochondrien und durch das, dass ich weniger Kraftwerke habe, habe ich weniger Energie zur Verfügung? Das ist, denke ich, von meiner Hypothese her der falsche Ansatz. Wir haben ganz viele Mitochondrien, die sind in der Lage, sich unabhängig von der Zelle zu teilen.
Ganz wichtiger Punkt. Sie werden einfach nicht nur geteilt, wenn die Zelle sich teilt, sondern sie können sich unabhängig voneinander teilen. Wir haben auch verschiedene Arten von Mitochondrien, gehe ich gleich später noch drauf ein. Aber wir haben aktive und wir haben weniger aktive Mitochondrien. Wir haben eine, wie wir das nennen, sagen, mitochondriale Dysfunktion. Mhm. Das heißt, wir haben eine geringere Leistung. Mhm. Sozusagen die Kraftwerke sind da, sind gedrosselt, weil nicht genügend Kohle da ist oder weil nicht genügend Material da ist, um zu verbrennen. Also wenn wir das jetzt mal übersetzen aufs Kraftwerk. Mhm. Das Kraftwerk steht, das ist da, die Kessel sind da, aber es wird nicht genügend gespeist und deshalb läuft das nur auf 10, 20, 30%. Wir haben tatsächlich Menschen, bei denen die mitochondriale Leistung maximal 20% beträgt, von eigentlich möglichen 100. Da ist also viel Luft nach oben. Und diese Energielosigkeit, und das war mir jetzt so wichtig, dass wir es einleiten über die Temperatur des Körpers, das braucht schon sehr, sehr viel Energie. Deshalb gerade meine Frage, versuch mal einen Raum auf 36,5 Grad aufzuwärmen, was man da für Energie benötigt. Das ist schon eine ganze Menge. Und das ist eine Grundenergie, die der Körper immer hat. Auch wenn der Mensch spricht davon, ich bin so energielos, er hat trotzdem seine 36,5 Grad in sich. Das heißt, das ist sozusagen die Grundlast. Mhm. Die ist immer notwendig und die wird auch bedient. Wo wird eingespart? Es kann eingespart werden, zum Beispiel bei einer Energie, die mich antreibt, um etwas zu tun. Nachzudenken. Adrenalin, ja. Adrenalin, die mich dazu bringt, mich zu bewegen. Die mich dazu bringt, überhaupt eine gewisse Aktivität zu zeigen. Das ist ja alles mit Energie verbunden. Reines Überlebensgesetz. Und da kann eingespart werden. Das ist sozusagen das, was oberhalb der Grundlast liegt. Und eben bei der Temperatur kann ich nicht sparen. Ich kann nicht sagen, okay, ich fahre das jetzt mal auf 25 Grad runter, damit ich mal mehr nachdenken kann. Ja, ist gut. Ja, du lachst. Ja, ja. Das ist herzlich, sozusagen ja. Grundlast. Und die Kür. Und ich denke, dass wir an der Verbesserung der mitochondrialen Leistung, da können wir was dran tun. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entdeckung. Die stammt aus 1970. Das ist schon Mexiko. 50 Jahre her. Nein, Russland. Ah, ich dachte, das war der Olympischen Spielen in Mexiko, wo so hoch oben waren, nein. Die meisten Weltrekorde. Und man wusste nicht, wieso, weil es ein Höhentraining war in Mexiko. Da ist man im Nachhinein drauf gekommen. Ah. Das dürfen wir aber nicht verwechseln. Also das sind nochmal Unterschiede. Komme ich gleich noch drauf. Bei der mitochondrialen Dysfunktion beziehungsweise der besseren Ausnutzung von Sauerstoff, das spielt da ja eine ganz entscheidende Rolle. Da, bei den Mitochondrien, spielt eben keine Rolle die Anzahl der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen. Was wir in Mexiko sehen, was wir sehen, wenn die Ruderer zum Beispiel auf dem Silvrettersee trainieren, dann geht es zunächst einmal darum, in größerer Höhe Leistung zu bringen. Damit vermehre ich die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, also die Bindungsfähigkeit des Blutes für Sauerstoff. Und dadurch kann das Blut mehr Sauerstoff zur Verfügung stellen und ich sozusagen auch die Mitochondrien anfahren. Also ist der Lieferant Sauerstoff plus Wasserstoff, Knallgasexplosion, ATP-Produktion, einfach gesagt. Ganz oder? Einfach gesagt. Gut. Aber da fördere ich sozusagen die Belieferung mit Sauerstoff. Mhm. Die Erfindung, die 1970 in Russland gemacht wurde, das war für die Kosmonauten übrigens, die mit weniger Sauerstoff auskommen müssen, über einen längeren Zeitraum, war, dass man den Sauerstoff besser ausnutzt. Selbst wenn er nur gering angeboten wird. Sozusagen, dass die Mitochondrien eben nicht nur mit 20% Leistung laufen, sondern in 60-70% Leistung. Und das hängt mit zwei Entwicklungen zusammen. Das eine ist, dass wir auf der einen Seite Mitochondrien besitzen, die sind faul, sage ich immer. Sie vermehren sich aber sehr stark. Das kann man auch auf die Gesellschaft übertragen. Nein, darf man nicht. Also sie sind faul. So krass muss es sein. Faul und vermehren sich stark. Faul heißt, sie brauchen Sauerstoff und sie brauchen Glucose. Und mit dieser Kombination aus der Bereitstellung von Zucker auf der einen und Bereitstellung von Sauerstoff auf der anderen Seite machen sie Energie. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite Mitochondrien, die arbeiten anaerob. Anaerob, das heißt, sie arbeiten unter Vermeidung von Sauerstoff. Und sie beziehen ihre Energie aus einer Substanz, die wir in unserem Körper haben, die hoch energiereich ist. Die ist viel energiereicher als der Zucker. Aber jetzt hast du gerade die zwei Stoffwechselprozesse definiert. Den gesunden Stoffwechsel und eigentlich den krankmachenden. Also ich meine, der mit Glucose ist ja eigentlich ein Krebsstoffwechsel, wenn er plötzlich Sauerstoff verbrennt.
Das ist eigentlich, ich habe deshalb gerade gesagt, das ist der Faule, der aber sozusagen immer angeschaltet wird, eigentlich um Überkapazitäten zu machen. Und der Grundstoffwechsel, der sollte eigentlich aus dem Fett laufen. Ja. Und die Fettverbrennung in Anführungsstrichen, also jetzt bitte nicht daran denken, dass das was angezündet wird, sondern die katalytische Fettverbrennung ist eigentlich anaerob, also unter Vermeidung von Sauerstoff. Mhm. So, das ist eine Erkenntnis, die hat übrigens 1990 zu einem Nobelpreis geführt. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Diese Erkenntnis, dass es diese unterschiedlichen Mitochondrien gibt und dass man über eine Sauerstoffzuführung oder Sauerstoffmangel und Sauerstoffüberversorgung, können wir gleich noch drüber sprechen, wie man sowas macht, dass ich darüber es schaffe, die Mitochondrien, die eigentlich fleißig sind, sich aber kaum vermehren, nämlich die Fettverbrennung machen, dass ich die fördere, dass ich die unterstütze, dass ich denen einen Vorschub leiste. Und dadurch bekomme ich übers Ganze gesehen, wir können die mitochondriale Funktion ja messen, wir können auch die ATP-Produktion messen, das sind relativ aufwendige labormedizinische Daten, aber es ist machbar. Es ist machbar zu zeigen und da kann man zeigen, dass eben, wenn die fettverbrennenden, fettverarbeitenden ist vielleicht das bessere Wort, Mitochondrien hauptsächlich laufen, hauptsächlich angeschaltet sind, wir eine viel höhere Effizienz haben bei der Energiebereitstellung. Und darum geht es uns ja. Ja, es geht einfach die Effizienzerhöhung der Mitochondrien. Und zwar nicht, indem wir da eine Substanz reinwerfen, die eventuell noch unter Dopingverdacht ist oder die irgendeine Chemikalie ist, sondern wirklich über einen natürlichen Wert, über eine natürliche Vorgehensweise. Mhm. Du erklärst uns das bestimmt auch noch gleich, aber bevor wir darauf gehen, es geistert ja immer noch dieses Wort herum von einem Post-Covid, was ja heißt, ja gut, die Leute sind jetzt alle so erschöpft aufgrund des viralen Infektion. Lassen wir das mal so stehen, aber eigentlich sagen mir die Ärzte immer wieder, eigentlich ist es nur eine mitochondriale Belastung, dass die Mitochondrien erschöpft sind, zu wenig ATP produzieren oder auch geschädigt sind. Mhm. Und wenn das so ist, müssten wir ja doch jetzt eigentlich als Lösungsansatz für alle Menschen, die energielos sind, diese Mitochondrien wieder dazu antreiben, wieder mehr ATP zu produzieren, oder? Das ist richtig. Ich muss aber leider an die Frage anknüpfen und dann erstmal sagen, Long-Covid ist keine Erkrankung. Mhm. Long-Covid ist eine politische Erfindung. Es gibt natürlich Menschen, die nach einer Virusinfektion längere Zeit unter einer Belastung leiden. Das gibt's bei Influenza, das gibt's bei Norovirus, das gibt's bei Arenaviren, das gibt's bei Rhinoviren, bei Epstein-Barr. Niemand, oder kannst du dich erinnern, sprach mal über Long-Influenza, Long-Noro, Long-Arena, Long-Rino, Long-Epstein. Ich kenne das nicht, aber plötzlich gibt's Long-Covid. Long-Masern. Genau. Plötzlich gibt es Long-Covid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine politische Erfindung, wieder von Leuten erfunden, die wirklich von der Materie nichts wissen. Man meint damit, dass eventuell diese Corona-Infektion sich über einen längeren Zeitraum im Körper aufhält, dass dort Symptome auftreten wie eine Lungenentzündung, wie eine Schwächung und so weiter und so weiter. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, Corona ist ein Atemwegsvirus. Und es bleibt auf den Atemwegen. Weil nur für die Atemwegszellen hat Corona den Schlüssel, um dort eindringen zu können. Wenn wir Folgeinfektionen sehen, was jetzt da so als Long-Covid bezeichnet wird, dann sind das andere Erreger. Dann ist das zum Beispiel eine bakterielle Infektion, dann ist es eventuell eine Pilzinfektion, die sich in der Lunge niederlässt, weil es eine Schwächung der Atemwege hier oben gegeben hat. Bakterien und Pilze sind ausgesprochene Opportunisten. Heißt, sie kommen erst dann zum Zuge, wenn der Körper anderweitig geschädigt worden ist. Anders würde die Infektion gar nicht entstehen. Schönes Beispiel, unser Schnupfen. Also jetzt wird es so ein bisschen eklig, aber wir müssen da einfach mal drüber reden. Man hat einen klassischen Schnupfen. Die Nase läuft. Warum läuft die Nase? Weil hier an den Atemwegen, an den Schleimhäuten, die werden angegriffen von Rhinoviren zum Beispiel. Oder auch von Corona. Wir haben ja nie mehr differenziert. Aber es gibt ja ganz viele, die es können. So, dieser Angriff führt dazu, dass diese Schleimhäute, deshalb heißen die so, Schleim produzieren. Um die Oberfläche zu schützen und um Zellen, die zerstört worden sind von dem Virus, zu ersetzen, beziehungsweise das wie so eine Tapete drüber zu streichen, damit da keine größeren Verletzungen stattfinden. Dieser Schleim läuft uns aus der Nase und der ist in der Regel farblos. Mhm. Die Nase läuft
Und dieser Schleim läuft uns aus der Nase, er läuft uns in den Rachen. Und weil er in den Rachen läuft, müssen wir husten. Mhm. Da brauchen wir einen Hustenreiz am Auswurf. Auch der Auswurf in der Regel ist weißlich bzw. farblos. Das ändert sich beim klassischen Schnupfen innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Plötzlich ist dieser Auswurf und das, was aus der Nase rauskommt, grün oder gelb und zäh. Kennen wir alle. Ja, dass man so richtig, oh, man kriegt das gar nicht, kann das gar nicht abhusten. Das hat mit der Virusinfektion überhaupt nichts mehr zu tun. Grüner und gelber Schleim, das lernen wir im Medizinstudium sehr früh, ist meistens eine bakterielle Infektion. Das heißt, auf diese virale Infektion hat sich eine bakterielle Infektion aufgelagert, opportunistisch die Chance erkannt, ah, da können wir uns vermehren, da können wir was anrichten. Und die Virusinfektion ist eigentlich meistens schon durchgestanden. Womit wir dann eine Woche lang zu tun haben, ist die bakterielle Infektion. Mhm. Nichts anderes sehen wir jetzt bei Corona auch. Mhm. Und natürlich haben wir dann Folgeinfektion. Epstein-Barr, hast du gerade gesagt, ist natürlich eine Infektion, die als Folgeinfektion auftreten kann. Und die dann auch schwere Lungenentzündungen zum Beispiel hervorrufen können, also die Pneumokokken zum Beispiel, die eine schwere Lungenentzündung hervorrufen können, die dann aber keine, um Himmels Willen, kein Long-Covid ist. Mhm. Covid ist lang vergessen. Sondern okay. Es ist eine andere Erkrankung, die sich sozusagen auf diese Erkrankung aufsetzt. Deshalb finde ich, das ist so eine Augenwischerei. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik damit etwas ganz anderes kaschieren will, sondern dass sie mit Long Covid letztendlich die Folgen kaschieren will, die jetzt durch diese Gentherapie entstanden. Das ist ein anderes Thema, mhm. Aber das ist alles Politik. Das hat mit Wissenschaft bitte überhaupt gar nichts zu tun, mit Medizin auch nicht. Die Faktenlage jetzt im Moment ist, dass viele Menschen halt einfach mal wirklich in dieser Energielosigkeit sind. Richtig. Und oft auch nicht richtig beratet werden, wie sie aus diesem Loch wieder rauskommen. Und du hast jetzt diese Sauerstoffüber- und Unterversorgung angesprochen. Das ist die Intervall-Hyper-Hypo-Oxid-Therapie, gell? Kurz IHHT. Genau. Richtig, IHHT. Aber man kann nicht einfach dran sitzen an so ein Gerät und damit spielen, sondern da muss schon ein gut ausgebildeter Therapeut dahinter sitzen, der das Gerät bedient. Ja, wir haben 2 Anforderungen an die IHHT. Also ich baue selber solche Energiezentren gerade auf, mhm. In Thun und in Gunten, um da mal zu sagen, wo das stattfindet, also rund um den Thuner See. Das sollen 2 erste Zentren werden, wo wir den Menschen das anbieten können. Und ja, eine solche IHHT, also intermittierende Hypo, also Unterversorgung mit Sauerstoff und Hyper, Überversorgung, Intervalltherapie, ist kein Spielzeug, das ist auch kein Wellness. Sondern es ist tatsächlich ein Medizinprodukt. Ich lege immer großen Wert darauf, dass bitte nur Geräte benutzt werden, die als Medizinprodukt zugelassen sind. Da gibt es 1, 2 in der Schweiz, da gibt es aber auch viele, die vielleicht für den Heimgebrauch da sind, die haben aber keine Medizinproduktezulassung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da drauf zurückgreifen kann. Und es ist richtig, dass gerade zu Anfang, wenn man beginnt, zum Beispiel den Menschen in eine Hypoxie, also in eine Sauerstoffunterversorgung zu bringen, das macht man über eine Atemmaske, die aufgesetzt wird in einer entspannten Situation, dass wir eine gute Anamnese machen. Also dass wir ein langes Gespräch führen mit dem Menschen, bevor wir mit ihm anfangen. Dass wir nachfragen, gibt es Herzrhythmusstörungen in der Vergangenheit? Gibt es einen Herzinfarkt? Werden Arzneimittel eingenommen? Ist geimpft worden, mit was auch immer, wie häufig, wann. Ganz, ganz viele Fragen. Gibt es Atemnot? Gibt es COPD? Also wir müssen immer fragen, insbesondere im Bereich Herz und im Bereich Atmung. Das sind 2 Dinge, die bei der IHHT eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und dann können wir uns ein Bild machen und können den Startpunkt festlegen. Und das Interessante ist, also ich arbeite mit einem Gerät, was ich bevorzuge, ist das MT1. Das hat die Möglichkeit, indem ich schaue, Intervall. Ich kann also 4 Minuten Unterversorgung, 4 Minuten Überversorgung machen. Ich kann aber auch 5 Minuten Unterversorgung und 3 Minuten Überversorgung. Das heißt, ich kann über die Zeit spielen. Ich spiele über den Pulsoximeter natürlich, also über die Sauerstoffversorgung im Blut. Ich kann einen Minimalwert festlegen. Der Minimalwert liegt vielleicht bei 85% oder sogar bei 88% bei wenig trainierten Menschen. Bei gut trainierten Menschen kann ich ihn auf 78% runterfahren. Und das Gerät erkennt das und kann, wenn der Wert jetzt unterschritten wird,
bei der Unterversorgung kann Sauerstoff wieder dazugeben. Mhm. Auch hier gefällt mir das eben mit dem Gerät, mit dem ich arbeite, dass nicht die volle Sauerstoffleistung gegeben wird, sondern immer nur 3% mehr. Mhm. Also quasi der Mensch wird immer sozusagen in diesem knappen Bereich gehalten, mhm, wo ich ihn gerne haben möchte bei der Unterversorgung. Ja, das ist natürlich technisch das einzigartige Gerät. Das ist schon was Besonderes, ja, und das macht dann auch viel Spaß. Und das Ganze wird sauber protokolliert natürlich, mhm, um eben auch diesen Trainingseffekt, mhm, zu haben. Also ich spiele auch mit der Sauerstoffunterversorgung. Ich kann runtergehen bis 11, 10, tiefer wird es schwierig. Die normale Sauerstoffversorgung, mhm, liegt ja bei 21% in das der heißt, Luft. Ich simuliere eigentlich ein Höhentraining, dass ich plötzlich auf 5, 6 oder 7.000 Meter hohe werde. Der berühmte Kilimanjaro, so, mhm, nenne ich das immer. Ich mache das seit 2017. Mhm. Ich habe alle Geräte ausprobiert, deshalb wusste ich, wofür ich mich dann auch entscheide. Und ich nenne das immer, ich besteige den Kilimanjaro, mhm, und liege dabei aber völlig entspannt in einem Massagesessel, mhm, und höre, mhm, schöne Musik. Aber du hast den Nutzen davon. Und das ist ja das Schöne. Ich habe das auch ein paar Jahre lang hier trainiert am Patienten. Ja. Da hatten wir die Sauerstoffverwertung angeschaut, mhm, auch gemessen. Da haben wir Krebspatienten gehabt, die haben von diesen 21% Sauerstoff, die die Luft zur Verfügung stellt, lediglich 2,5% ja, verbrannt. Und nach einer Weile Training waren sie plötzlich bei 4 oder 5, konnten wieder Treppenlauf, Treppe runter. Ja. Das heißt, der gleiche Sauerstoff, aber sie verbrennen mehr. Richtig. Das heißt, es gibt mehr Energie. Und das haben wir. Eine bessere Bioverfügbarkeit. So, ja, nennen wir das so nennen wir das sozusagen aus der pharmakologischen Sicht. Aha. Und nochmal ganz wichtig, du hattest da vorhin darauf Wert gelegt, das ist kein Spielzeug, sondern wir müssen uns tatsächlich intensiv mit dem Patienten beschäftigen oder mit dem Kunden. Das sind ja gar nicht kranke Menschen. Sportler übrigens, ne? Schwimmer benutzen das sehr, sehr gerne. Weil gerade Hochleistungsschwimmen, 2/3 der Zeit ist der Kopf unter Wasser. Das heißt, es kann gar nicht geatmet werden. Mhm. Nur die kurze Zeit, wo der Kopf über Wasser ist. Für Schwimmer ist eine komplett starke Angelegenheit. Es hat auch nichts mit Doping zu tun, weil ich ja keine Substanz zuführe, sondern weil ich körpereigene Systeme einfach nur durch Training verstärke, und das darf sein. Und es ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also ich sitze da auch im medizinischen Beirat bei Fit for Life. Deshalb ist mir das so wichtig, dass wir das mal sagen. Der Mensch muss vorher genau analysiert werden, über ein langes Gespräch, über eine Anamnese, die man durchführt, mhm, weil man kann damit Schäden anrichten. Ich kann zum Beispiel mit einer zu starken Unterversorgung eine Herzrhythmusstörung auslösen. Ich kann Ödeme hervorrufen. Und da sollte man sehr aufpassen. Das ist wie mit jeder Medizin. Ja, wenn ich sie überdosiere, habe ich mehr Schaden als Nutzen. Und das ist hier genau das Gleiche. Und deshalb, ich bin schon durchaus ein Verfechter dieses Mitochondrientrainings oder wie es so schön heißt, Zellgymnastik. Ist ja ein schönes Wort im Grunde. Aber bitte auch unter entsprechender Fachbeobachtung. Mhm. Das muss kein Arzt sein im Übrigen. Das ist juristisch nicht notwendig. Es reichen Spezialisten, die gut ausgebildet sind, vielleicht ehemalige Pflegekräfte, die sich da weitergebildet haben, die da durchaus das machen können und dass die Geräteeinstellungen beherrschen. Jetzt noch für die Zuschauer, wo jetzt energielos sind, was passiert denn jetzt da drinnen? Jetzt kriegen sie eine Maske, sie kriegen ein bisschen weniger Sauerstoff, sie träumen vor sich hin, plötzlich kriegen sie wieder viel Sauerstoff, dann wieder wenig hin und her und so weiter. Aber was passiert jetzt in den Zellen, in den Mitochondrien? Das eine, was passiert, ist, dass diese Mitochondrien, ich habe das vorhin beschrieben, die unter Sauerstoffverbrauch arbeiten, die Zucker benötigen, also die sogenannten faulen, aber die sich so gerne teilen, dass die in den Hintergrund gedrückt werden. Mhm. Sie werden also mehr und mehr, weil sie halt unter Sauerstoffmangel nicht richtig funktionieren können. Da reichen diese 4 oder 5 Minuten im Intervall über eine Dreiviertelstunde, reichen völlig aus, um denen, um das mal neudeutsch zu sagen, einen auf den Deckel zu geben. Genau das passiert. Diese Mitochondrien, die einfach nicht richtig physiologisch eigentlich da sind, sondern nur die Spitzenleistung abdecken sollen, die fahren wir zurück. Die faulen, und die anderen, die faulen, genau, und die fleißigen, die kann ich damit sozusagen protegieren. Ich kann ihnen dadurch, dass ich dem Körper weniger Sauerstoff gebe, habe ich eine höhere Fettverbrennung. Mhm. Übrigens, was wir beobachten, das ist für viele Menschen sicherlich interessant. Wir beobachten tatsächlich Gewichtsabnahme. Mhm. Ja, ja, ich habe dadurch. Also es ist echt auch ein Abnehmtraining, weil der Körper oder weil die Mitochondrien ihm dazu gebracht werden, Fett als Grundlage zu benutzen. Fett ist hochenergiereich. Ja, es zu benutzen, um hocheffizient Energie herzustellen. Mhm. Heißt, ich bekomme durch diese Behandlung einfach rein physiologisch einen Change zwischen den faulen
zu den Fleißigen und die Fleißigen protegiere ich noch und damit bekomme ich erst einmal eine höhere Energieleistung unter Verbrennung von Fett und es ist tatsächlich so, dass das ein ganz probates Mittel ist, um seine Fettreserven, davon habe ich was, um seine Fettreserven loszuwerden. Ich habe da mal mit Michael Back vor mehreren Jahren mit 20 Patienten haben wir eine Dokumentation gemacht und zwar hatten wir jeden Tag eine IHT-Behandlung plus ein Stoffwechseldrink. Und nach 7 Tagen haben wir die Patienten wieder gewogen, also auch vorher und nachher. Und wir hatten zwischen 3 und 7 Kilo das weg ist gehabt. Irre. Ohne dass in dem Sinne man sich peinigt oder sich da sportlich betätigen muss. Und wenn man da Spaß dran hat, ist ja fein. Aber viele Menschen quälen sich ja ganz fürchterlich. Ist das wirklich eine tolle Methode. Aber eben ein Effekt, den ich nur habe. Ich habe eben ganz, ganz viele andere Effekte und worauf ich großen Wert lege im Moment, ist den Menschen überhaupt Energie zurückzugeben, damit sie ihren Tag wieder meistern können. Also wenn ich das nochmals Revue passieren lasse, die faulen Mitochondrien machen eigentlich Platz, damit sich die gesunden Zellen wieder mehr teilen können und ich mehr gesunde Mitochondrien haben, die viel, viel mehr ATP produzieren als diese faulen, die ja über mit dem Sauerstoff einen ganz anderen Vergärungsprozess machen und ganz wenige ATP produzieren. Und das ist das Problem heutzutage, dass wir halt immer mehr solche Junks haben an Mitochondrien und die können wir über die IHT switchen. Aber das ist ja eine unfassbar wertvolle Basisgesundheitsarbeit. Da muss ich nicht ein Leben lang Medikamente schlucken, sondern ich mache eine Basisarbeit und plötzlich habe ich einfach 20%, 30%, 40% mehr Energie in meinem Leben und brauche ja mit viel mehr Energie habe ich auch ein starkes Immunsystem, ich habe starke Nerven. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, steckt in den Mitochondrien. Ja. Ich kombiniere das, das hast du gut angesprochen, ich kombiniere das in meinen Energiezentren, die ich jetzt aufbaue, wo ich den Menschen das zur Verfügung stelle, die solche Sitzungen zu machen. Ich kombiniere das dann auch dann noch mit PNI, also mit psychoneuroimmunologischer Unterstützung. Ich glaube, das ist ein Cocktail. Wenn ich auf der einen Seite über die Recovery Box PNI-Stärkung mache, also Stärke von Psyche, Nervensystem und Immunsystem und parallel dazu einmal pro Woche, reicht das eigentlich aus. Eine Sitzung über eine Dreiviertelstunde an der IHT, also an dem Training der Mitochondrien, dann bekomme ich, glaube ich, die Menschen auf einen ganz, ganz, ganz guten Weg, auch wenn sie vorher energielos sind. Und wir wissen, Energielosigkeit ist auch Verzweiflung. Ja? Energielosigkeit ist auch ganz, ganz ein starker psychischer Druck. Das ist, ich habe bei PNI immer darüber gesprochen, dass es 3 Zahnräder sind. Es gibt noch ein viertes. Das vierte Zahnrad ist Energie. Auch wenn das stockt, dann kann das mit der Psyche, mit dem Nervensystem und dem Immunsystem nicht so toll laufen. Es ist alles miteinander verzahnt. Ja, eigentlich ist es das Wichtigste von A bis Z, oder? Und genau. Das läuft gar nichts. Und wenn wir dieses Problem lösen, ist ja eigentlich die ganze Folgeerscheinung oder Folge-Pseudo-Krankheitsdefinierungen überhaupt nicht nötig, oder? Und nochmals ganz, ganz wichtig, Selbstheilung bedeutet in jedem Krankheitsbild, ob ich jetzt von einem Krebspatienten rede oder von anderen chronischen Krankheiten, wenn die Mitochondrien nicht arbeiten, wie soll denn der Körper eigentlich die Sanierung seines Hauses wieder vollziehen können? Das ist eine Grundlage. Und das ist eben das, was ich sage, gerade bei Tumorerkrankungen, du hast es angeschnitten, wenn die Menschen sich in die Zytostatika-Therapie begeben, wenn sie ihrem Körper eigentlich ungeheuren Schaden zufügen, wenn sie die Mitochondrien quasi killen, ja, das ist, sehen wir ja bei diesen Therapien mit den Zytostatika, dann kann ich nicht erwarten, dass der Körper sich ausheilt. Ja, aber wir können auch nicht erwarten, dass sich solche Behandlungszentren wie die IHHT letztendlich von einer großen Lobby hinausgetragen wird, denn wir reden hier von einem gesundheitlichen Ansatz, der die Selbstheilung fördert, ohne Medikamente. Richtig. Wobei, da dürfen wir nicht aufgeben. Also wir dürfen uns da jetzt nicht, nein, ganz im Gegenteil. Deshalb sprechen wir auch wieder drüber und deshalb gehe ich auch ganz deutlich damit nach draußen, dass ich sage, das ist eine Methode, eine von
zugegebenermaßen mehreren Methoden, wie wir den Menschen grundlegend helfen können. Also wir arbeiten nicht irgendwo oben am Symptom und sagen, na ja, dann hast du jetzt mal weniger Kopfschmerzen, sondern wir gehen viel tiefer unten rein und sagen, wir spenden dir Energie und über die eigene Energie bist du in der Lage, dir auch selber zu helfen. Das ist, denke ich, etwas, was wir immer wieder jetzt nach außen tragen müssen. Ich glaube, die Menschen verstehen das auch. Klar. Und können das auch nachvollziehen. Und noch einmal, es geht nicht nur darum, wirklich geschädigten Kranken zu helfen. Es geht auch darum, den normalen Alltag damit zu bewältigen. Aber mit einbeziehen. Bis hin dazu, dass wir einem Sportler die Möglichkeit geben, gerade einem Leistungsschwimmer, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, einem Leistungsschwimmer die Chance zu geben, noch mehr aus sich selber herauszuholen. Das ist doch auch schön. Aber nochmals, auch an einem schwer kranken Menschen sollte man ja diese Information nicht verwehren, dieses ganz mit einzubeziehen. Absolut. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt und wir sind gerade dabei, auch zum Thema Lunge uns dort schlau zu machen. Ich war da etwas kritisch, auch in der Diskussion mit anderen Kollegen, die das machen, ob wir wirklich zum Beispiel einen Menschen, der unter COPD leidet, ob der diese Form von IHT, diese Unterversorgung mit Sauerstoff, überhaupt machen darf. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, da gibt es auch eine ganze Menge Erfahrungen in der Literatur. Ja, unbedingt. Obwohl seine Lunge verschleimt ist, obwohl er eigentlich eine Unterversorgung hat mit Sauerstoff, bringt ihm das was? Das ist total spannend zu sehen, wie auch bei Lungenfibrosen. Wir können die nicht heilen, aber wir können den Menschen damit unglaublich eine Hilfestellung geben, besser mit der Erkrankung fertig zu werden. Mhm. Und du hast es selber angeschnitten, bei Tumorerkrankungen spielt es eine Rolle. Es gibt ein ganz breites Anwendungszentrum oder Anwendungsspektrum, weil wir eben nicht gezielt auf eine Indikation gehen damit, sondern quasi den Menschen erstmal die Energie geben, um selber sozusagen seine Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die Professor Brigitte König, sehr Mitochondrien-Expertin, hat mir mal hier in einem Interview gesagt, wenn die Medizin sich viel, viel mehr mit Mitochondrien beschäftigen würde, dann würden ganz, ganz viele Krankheiten gar nicht mehr existieren können. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr früh, und da sind wir jetzt, also da scheuen wir keine Begegnung. Und da lade ich auch gerne Kollegen dazu ein, sich mit uns da auseinanderzusetzen. Wir müssen mit den Pneumologen ins Gespräch kommen. Wir müssen mit den Schulmedizinern ins Gespräch kommen, die sich mit Lunge beschäftigen, weil das sozusagen die erste Eintrittspforte ist. Wir müssen diese mitochondriale Technik, die dahinter steckt, der Energieproduktion, wieder auch in die Köpfe der Ärzte bekommen. Ich habe manchmal den Verdacht, dass sie im Rahmen des Studiums da manchmal nicht richtig hingehört haben oder eventuell das Studium das gar nicht richtig berücksichtigt hat, was da eigentlich wirklich passiert. Und es ist keine Erfindung der letzten 3 Tage. Ich sagte ja, so 1990 gab es dafür sogar einen Nobelpreis. Aber nochmals, es gibt einen Nobelpreis, aber ich meine, viele Leute kennen es nicht. Ich kenne jetzt einige Ärzte, die haben das in der Praxis integriert, aber es sind wenige. Sehr viel, sehr wenige. Und zum Teil haben sie es und haben einfach noch nicht die Ausbildung dazu, wie man wirklich professionell damit arbeitet. Ja. Und da möchte ich auch mal reingrätschen. Ich meine, die Geräte lassen es zu, je nach Einstellung auch mal bis zu 70% runterzugehen, Sauerstoffsättigung. Kann durchaus mal möglich sein bei einem Spitzensportler. Mhm. Aber wenn das jetzt ein Otto-Normalverbraucher zu Hause macht, auf 73 oder 75 runtergeht, dann kann doch das auch exponentiell eine Gefahr darstellen. Absolut. Oder? Deshalb bin ich auch dafür, dass solche Zentren aufgebaut werden, wo das Ganze sozusagen mit fachkundiger Begleitung läuft. Das muss kein Arzt sein. Das ist ganz wichtig. Das ist ja ein Medizinprodukt. Das muss kein Arzt sein, sondern eine fachausgebildete Person. Einem Menschen das einfach ohne weitere Hinweise an die Hand zu geben, ist wie ein Auto zu fahren ohne Führerschein. Das ist auch hochgefährlich. Ja? Man kann sich damit totfahren, man kann andere Leute totfahren. Also das ist schon ein Gerät, wo ich wissen muss, was ich tue. Und das schätze ich sehr, eben, ich habe vorhin den MT1 erwähnt, das schätze ich durchaus sehr, Michael Back hast du als Namen genannt, dass sich dort eben nicht nur einfach nur ein Vertrieb eines Gerätes ist, man stellt das hin und da ist ein Manual dabei, wo man mal lesen kann, sondern dass man sich dort auch mit Privatpersonen intensiv auseinandersetzt und dann für diese einzelne Person einen
ein Programm entwirft, dass genau das nicht passiert, was du sagst. Man kann damit Schäden anrichten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt dort auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden zum IHHT-Spezialisten. Das ist eine lange, es geht glaube ich über 5 Tage oder 6 Tage, das ist eine ganz intensive Ausbildung, um zu lernen und einzuschätzen, wo starte ich bei den Menschen? Darf ich schon ganz früh auf diese 80% Sauerstoffsättigung im Blut gehen oder bin ich nicht doch lieber erstmal bei 85 oder 86 und fahre ihn langsam runter? Was auch wichtig ist, dass ich immer wieder gerade bei Sportlern, das ist auch kein Sport. Also bitte keinen Ehrgeiz entwickeln. Ah, und morgen bin ich dann bei 9% Sauerstoffversorgung. Nein, es ist kein Sport, wo ich sozusagen eine Höchstleistung bringe, sondern ich soll mich dabei wohlfühlen und in einem entspannten Zustand, ohne Ehrgeiz, ohne jetzt besondere Leistungen zu vollbringen, meine Mitochondrien langsam trainieren. Hier ist, glaube ich, Dauer, Ausdauer und die Ruhe, die dabei ist. Also ich suche gerade oder bin dabei, gerade diese Energiezentren zu bauen oder aufzubauen. Und da ist es mir wichtig, dass wir eine Atmosphäre haben, wo die Menschen, die dann dort sind, einfach entspannt sind. Ja, ja. Ganz wichtig. IHHT ohne Entspannung bringt nichts. Wir haben den Leuten noch spezielle Musik auf die Ohren gelegt, genau, mit einem halben Herzunterschied. Genau. Dann musste das Hirn die Musik wieder zusammensetzen und die Leute konnten sofort loslassen. Und gerne auch eine Leinwand, wenn man die Möglichkeit hat, oder einen Bildschirm, wo man beruhigende Bilder zeigt, fließendes Wasser, all sowas. Zumeist sehen wir ja, nach 10 Minuten sind die eingeschlafen, aber nichtsdestotrotz. Es ist schön, sozusagen hier noch eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Aber die Wirkung ist da. Das Ziel, dass diese faulen Mitochondrien eigentlich aussterben und Platz machen, dass die Gesunden sich teilen können, das ist eigentlich schon da, wenn man in einem Patient runterkommt, so auf 82, 83, 84. Absolut. Es braucht gar nicht mehr. Nein, also nochmal, es ist kein Wettbewerb, wer kommt am stärksten weit runter. Sondern die Effektivität ist durchaus gegeben, wenn man eine Situation zum Beispiel erreicht hat, wie ich das jetzt zum Beispiel habe. Ich mache das seit 2017. Und ich habe jetzt eine Situation für mich erreicht, bei der ich richtig zufrieden bin. Ich bin bei 12% CO2, Gottes Willen, welcher Tod. Bei 12% Sauerstoff. Ich bin bei etwa 78% Sauerstoffsättigung im Blut. Und das halte ich über Monate. Und das reicht völlig aus und ich mache das einmal in der Woche und fühle mich dabei richtig gut. Also ich habe meine eigene Erfahrung seit über 5 Jahren damit. Jetzt haben wir vieles für die Patienten gesagt und jetzt schauen ja auch viele Therapeuten und Ärzte dazu. Und da möchte ich vielleicht diese Sendung, machen wir ja eine Doppelsendung, wir machen eine stündige daraus. Wir haben jetzt über einen Hersteller geredet, wo ich noch ein bisschen mehr reingrätschen will, weil das eben meiner Erachtens sehr bedeutsam ist. Ich kenne eine Klinik, die hat sich auch gerade mehrere Geräte gekauft, aber nicht von dem Hersteller und sieht jetzt eigentlich das Problem. Keine Beratung, keine Schulung, kein Kontakt. Die meisten verkaufen eben nur Geräte. Ja. Und das ist meiner Erachtens wirklich gefährlich, weil hier braucht man ein Coaching. Das ist richtig. Aber ich brauche nicht nur Coaching. Ich brauche vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt als Klinik, wenn du das anschneidest, wenn ich als Klinik jetzt mir so ein Gerät kaufe, dann muss das ja laufen. Wenn es jetzt defekt ist, wenn ein Sensor kaputt ist, das kann ja immer mal passieren, ist ja Technik, dann muss mir ja innerhalb kürzester Zeit Abhilfe geschafft werden. Und das ist die Erfahrung, wie gesagt, ich habe alle Geräte ausprobiert, die es so am Markt gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da der Michael Back bei Fit for Life wirklich federführend ist. Ich muss das einfach ehrlich sagen, die Geräte sind gut, aber sein Service ist noch besser. Das heißt, es lebt auch von dem. Natürlich, ist es doch toll. Also da muss ich auch wirklich einen Stab für ihn brechen und das mache ich auch gern, weil der Service ist gut. Man bekommt eine ganz ausführliche Einleitung. Ich weiß, ich habe ihn letztens im Berner Oberland, da hat er einem befreundeten Zahnmediziner ein Gerät hingestellt und dann hat er sich, der war 4-5 Stunden dort und hat Einleitung und eine Einweisung gemacht, obwohl der Mediziner sich schon mit IHHT beschäftigt hat und sich auskannte. Die Zeit nimmt er sich. Und es gibt eben auch die Zusage, wenn das Gerät defekt ist, wird es innerhalb von 24 Stunden repariert. Das sind schon Punkte, insbesondere wenn ich es jetzt kommerziell nutze, dass ich das also Menschen anbieten möchte, ist das natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Und die Ausbildung dazu, dass ich es überhaupt nutzen kann. Also ich meine, jetzt habe ich einen Heilpraktiker, wo gerade zuschaut, sagt, wow, super, ich möchte eigentlich auch so ein Zentrum machen und
Das findet in Siggenthal statt. Also das macht er entweder vor Ort. Man kann also sich da einen Kurs buchen. Der kostet natürlich Geld, ist völlig klar, weil ja auch Wissen vermittelt wird. Das ist ja auch völlig richtig. Da kann man einen Kurs buchen und sich dann zu einem IHT-Spezialisten ausbilden lassen. Ganz wichtig, man hat immer einen Zugriff auf eine Plattform, in der man sich einloggen kann. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat. Da ist der Arkadi Prokop mit bei. Da sind einige andere Ärzte mit bei. Meine Wenigkeit ist da mittlerweile Stefan auch mit Bortfeld. Bei. Stefan Bortfeld ist genau. Mit bei, richtig. Ein Kardiologe aus der Schweiz ist jetzt mittlerweile auch da, ein Sportmediziner. Also es ist schon sehr umfangreich besetzt. Und in der Regel ist es so, dass wir uns bei solchen besonderen Fragen einmal pro Woche per Zoom zusammenschalten und diese Dinge besprechen. Ansonsten online, so dass man schnell auch den Menschen Hilfestellung geben kann, wenn wir jetzt einen speziellen Patienten haben. Mhm. Also einen mit einer Asbestose und COPD. Das kommt natürlich nicht jeden Tag vor. Aber der muss natürlich sehr genau angeschaut werden. Und was können wir da machen? Oder einer, der einen Herzinfarkt hatte und jetzt Herzrhythmusstörungen hat. Wie können wir mit ihm beginnen, um ihm zu nutzen und nicht zu schaden? Denn wir könnten ihm damit schaden. Mhm. Also das ist schon etwas, wo auch der Michael Back sehr investiert hat. Das finde ich gut. Das gehört sich auch letztendlich so. Letztendlich ist es das, was ich fordere. Wenn ich ein solches Gerät auf den Markt bringe, wenn ich ein solches Gerät vertreibe, übernehme ich eine Verantwortung. Denn wie gesagt, ich kann Schaden damit anrichten da muss ich entsprechend für eine Ausbildung sorgen, aber auch für die Möglichkeit, jederzeit zuzugreifen. Ich glaube, man kann den 24 Stunden am Tag befragen und man bekommt seine Antwort. Das habe ich jedenfalls immer so erlebt. Es ist wichtig, dass man hier eine gute Betreuung hat, gar keine Frage. Schauen wir einen Blick in die Zukunft, also eine Gesundheitsprävention der Zukunft könnte so aussehen, dass man wirklich vermehrt mal so einmal in der Woche zu einem Gesundheitshaus geht, wo man wirklich mal 3/4 Stunde dieses Training macht und den Körper dazu bringt, viel, viel mehr ATP zu produzieren. Und demzufolge ist meine Schwelle irgendwie in eine Erkrankung reinzurutschen, viel, viel kleiner. Weil mein Immunsystem ist ja viel fitter, meine Abwehrkräfte sind viel fitter. Eigentlich, was will ich mehr? Das ist ganz, ganz interessant, was du sagst. Ich habe da 2017 mit begonnen, in Deutschland noch, lebte da in der Nähe von Freiburg, bin eigentlich durch Zufall auf diese IHT gestoßen. Die war 2017 auch noch gar nicht so verbreitet. Es war ein Arzt im Münstertal, der das Gerät dort stehen hatte und ich wollte mich vorbereiten auf meine Reise auf den Pamir. 1-2 Monate über 4000 Meter mit dem Motorrad. Das war schon eine Herausforderung auch für den Körper. Und dachte ich, da machst du mal Höhentraining. Und dann merkte ich plötzlich, wie gut mir das tut, dass ich mich hinterher total fit fühlte. Wenn ich da müde reinging, kam ich total mit ganz viel Energie wieder raus aus dieser IHAT. Und das Schöne ist, das war der Christoph Gassmann. Und dann sagte er zu mir mal, wenn man das einmal pro Woche macht und das regelmäßig, sieht man keinen Arzt mehr. Und das ist ein wahres Wort. Ich glaube, dass wenn wir diese Form von Gesundheitsprävention machen, dass wir den Menschen, was ja jetzt besonders wichtig ist, Energie geben. Das ist ja das Wichtige. Wir geben ja eine Grundlage dessen, auf das alles andere aufbaut. Dann können wir Schwierigkeiten viel besser überstehen. Wir können auch eine Krise viel besser überstehen. Wir sind viel mehr in der Lage, dagegen zu halten. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wer Energie hat, er hat auch weniger Angst, denn er kann sich informieren, der ist energiegeladen bei dieser ganzen Geschichte dabei, der kümmert sich, der denkt nach, der holt sich Informationen von verschiedenen Ecken und dann hat er auch weniger Angst. Letztendlich, glaube, fördert das auch den Anspruch und das rufe ich ja immer wieder laut in die Wüste hinein, fürchtet euch nicht. Weißt, woher das kommt, woher der Spruch kommt. Aber um sich nicht zu fürchten, muss ich auch energiegeladen sein. Muss ich auch ein Stück weit dagegenhalten können auf all das, was auf mich einströmt. Und das ist eigentlich für mich so der Ansatzpunkt, wie wir den Menschen hier helfen können. Eine Frage, die immer kommt, heißt, ja, aber früher hatte ich ja diese Technik auch nicht und es lief ja auch. Sind heute einfach unsere Mitochondrien viel, viel mehr Angriffen ausgesetzt als früher, dass immer mehr solche Schädigungen stattfinden? Ist da der Zucker noch ein Thema? Ja, das ist ganz sicher. Falsche Ernährung spielt da eine ganz große Rolle. Gar keine Frage. Umweltgifte spielen eine große Rolle.
Das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch über Schwermetalle eine viel deutlich stärkere Verunreinigung mittlerweile wieder haben. Wir hatten das mal ganz, ganz früh, ja, im Beginn des der Industrialisierung. Da hatten wir auch starke Schwermetallbelastung. Ja, da sind die Menschen aber auch nur 40 und 50 Jahre alt geworden und nicht 80 oder 90 wie jetzt. Wo ich mich ja darüber freue, dass die Menschen so alt werden, aber sie sind einfach schlichtweg früher gestorben. Mhm. Das heißt, früher war tatsächlich nicht alles besser. Aber wir haben jetzt wieder eine Situation, eine Verschlechterung der Umwelt, dadurch, dass Substanzen wie Barium, Arsen, Strontium ja wieder in die Umwelt gelangen, dass wir es einatmen, davor können wir uns fast nicht schützen, dass wir natürlich auch der psychischen Belastung ausgesetzt sind, einer viel stärkeren, gerade die letzten 3 Jahre, aber nicht nur. Angst vor Versagen, Angst vor Arbeits Angst, wo wir hinschauen. Angst vor einem Virus, Angst vor einem Weltkrieg, Angst vor einer Klimakatastrophe. Mein Gott, das war so letztens so schön. Daniele Ganser hat das gesagt. Lassen wir doch mal einfach eine Angst aus. Wir müssen doch nicht jede Angst mitmachen. Ja, bei der nächsten Angst können wir uns dann wieder anmelden. Ich fand das sehr schön von ihm gesagt. War ein tolles Interview. Ja, ich schätze den Daniele da wirklich sehr. Ja. Und er hat so ein bisschen auf die humorvolle Art genommen. Ja. Und es stimmt ja auch. Wir sollten vielleicht mal die eine oder andere Angst auslassen. Schön ist es ja auch, dass wir sehr viele Ängste haben, aber die meisten treffen nie ein. Das kommt noch dazu. Das sind ja dann die irrationalen Ängste. Die meisten Ängste sind irrational, um das mal so festzuhalten. Respekt ist was anderes. Den sollte ich immer haben. Respekt vor einer heißen Herdplatte nützt davor, dass ich da ständig die Hand drauf halte. Gar keine Frage. Was will ich damit sagen? Natürlich hatten wir in der Vergangenheit auch die Situation, dass die Ängste da waren, aber doch nicht in diesem Umfass. Nicht in diesem Umfang, nicht in dieser Menge, nicht in dieser Stärke, nicht in diesem psychischen Zugriff. Und natürlich hatten wir in der Vergangenheit das nicht, aber in der Vergangenheit hatten die Menschen Zeit, das Matterhorn zu besteigen oder einfach Höhenwanderungen zu machen und haben damit einen ähnlichen Effekt bekommen. Wenn ich aber heute einem Menschen, dessen Energiegehalt mal so zwischen 0 auf 100%, so bei 10% liegt, wenn ich dem sage, jetzt machst du doch bitte mal eine Wanderung schön im schönen Tirol oder wo auch immer, dann sagt er mir, ja, erstens habe ich nicht das Geld dafür und zweitens ist meine Energie weg. Ja. Das heißt, ich muss ihm erst wieder geben. Wenn ich ihm diese Energie gegeben habe via IHHT, dann ist er tatsächlich in der Lage und macht wieder einen Höhenwanderungsweg und sagt mir, ich brauche das jetzt nicht alle 2 Tage. Das ist übrigens eine Empfehlung, die wir geben, dass man das bis zu alle 2 Tage machen kann. Bitte nicht jeden Tag, das ist eine Überforderung. Aber alle 2 Tage initial geht das und dann auf die eine Woche zu gehen. Und dann ist er in der Lage, sich über andere Mechanismen auch wieder Energie zu suchen. Und ich glaube, dass wir heute in einer Situation sind, die hatten wir früher nicht, dass der Energiespeicher so runtergefahren ist, dass er sich selber nicht mehr laden kann. Wir kennen das aus der Technik, wenn ein Akku ganz runtergefahren ist, unter Null, dann braucht er lange Zeit, um überhaupt wieder Energie aufzunehmen. Mhm. Wenn er schon noch 10, 20, 30% hat, um den dann auf 100%, kennt jeder von seinem Handy, um den auf 100% zu bringen, geht ganz schnell. Und wir sind heute in dieser Niedrigenergielage, dass es stimmt. Wie viel depressionsgeplagte Menschen könnte man damit eigentlich eine Grundlage geben, um aus dem Tal den Tränen rauszukommen? Burnout-gefährdete Menschen, wo massenweise da sind, könnten mit ganz viel, ganz anderen Energien umgehen, um nicht abzudriften. Also es ist meiner Erachtens die Medizin. Und nochmals nebenbei, wir haben vor 8 Jahren damals im Gesundheitszentrum schon mitgearbeitet. Mhm. Wir hatten auch eine Oase aufgebaut mit mehreren Geräten, aber es wollte noch niemand. Wir hatten noch kein Fernsehsender, wir konnten nicht aufklären, wie bedeutsam das ist. Die Zeit ist jetzt langsam reif. Jetzt ist sie reif. Da bin ich mir sicher. Und ich würde mich ja freuen, den Vorschlag darf ich machen, wenn wir auch dieses Thema mal gemeinsam mit Christian Schubert bewerten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich Christian schon mal mit IHT beschäftigt hat. Weiß ich nicht, aber ich frage ihn, er ist nächste Monat da. Frag ihn mal danach. Es wäre mir wichtig zu hören, was er davon hält, wie er das sieht. Denn du hast gerade diese Themen angesprochen, Depression, Burnout. Das ist ja eher so auch sein Gebiet, womit er sich viel besser auskennt. Ich komme ja eher sozusagen von der metabolischen Leistung. Ne? Welche Möglichkeiten habe ich mit Energie wieder was zu machen? Und er kommt ja sehr von der psychosomatischen Seite. Er sagt immer, alles kommt aus der Psyche. Und ich sage aber eigentlich, die Mitochondrien
sind die Kraftwerke, die sind hier die Basis. Mhm. Die, und er sagt, ja, aber die Psyche macht die Energie kaputt oder nimmt die aus dem... Ja. Aber vielleicht können wir das mal zusammenbringen. Es wäre spannend, mal zu hören, was er dazu sagt. Also wie gesagt, er kommt in einem Monat. Ich frage mich gerade, ob du nicht an diesem Tag vielleicht auch kommen könntest. Dann könnte man diese Diskussion gerade laufen lassen. Also sehr gern, weil ich kenne Christian seit über 30 Jahren. Wir haben uns schon so viel unterhalten, gestritten und wieder zusammengerauft. Ja. Gerade zum Thema Psyche und Immunologie. Gerne. Okay. Also ich sage dir noch das Datum, dann wäre das für die Zuschauer natürlich auch super spannend. Das glaube ich, dass das für super spannend wäre. Jetzt noch in den letzten Punkt rein. Die Therapeuten zu Hause, die wo jetzt nicht Ärzte sind, aber vielleicht auch Ärzte und Heilpraktiker und alle, die jetzt das auch gehört haben, wie bedeutsam die IHHT sind und finden, ja, eigentlich möchte ich auch was Gutes bewirken und ich möchte gern auch eine Oase bauen, damit wir ein Netzwerk von Oasen hätten. Genau. Ja. Um hier eigentlich wirklich an der Basis eine Gesundheitspräventionsmaßnahme vom Mensch zu Mensch, vom unterhalb des Volkes, nicht von oben nach unten doktriniert, sondern wir unter uns vernetzt, etwas bauen, damit der Mensch mehr Selbstheilungskräfte generieren kann. Ja. Was müsste er jetzt machen, wenn er sagt, ich habe Interesse, ich möchte viel, viel mehr wissen, ich habe noch 1000 Fragen? Also von meiner Seite her, die sind wirklich am besten bestückt, auf die Seite Fit for Life zu gehen, also Fit und dann die 4, Life. .ch, das ist die Fit for Life AG. Dort findet man einen medizinischen Beirat. Das sind viele, viele 5, 6 Menschen, die jetzt sich dort aktiv mit beschäftigen. Dort seine Fragen richten, dort nachfragen, wie kann ich zum Beispiel ein solches Zentrum aufbauen? Mhm. Wie funktionieren die Geräte? Was für einen, da arbeiten wir im Übrigen gerade dran, um das zu modernisieren, auch juristisch abzusichern. Was für einen Anamnesebogen brauche ich dafür? Das sind alles Dinge, die quasi wie ein Service zur Verfügung gestellt werden, wo man sich schlau machen kann. Und direkt Michael Back anzusprechen, der hat wirklich irgendwie, ich glaube, der braucht keinen Schlaf, der macht das wirklich 24 Stunden. Ja, und der ist jetzt sicher ganz böse, wenn ich ihn jetzt nicht erwähne und sage, schreib ihn an, der weiß Bescheid. Ja. Nein, er weiß wirklich Bescheid. Ja. Und sich dort eben, wie gesagt, darüber schlau zu machen, sowohl über die Technik, ganz wichtiger Punkt, dass man sich auch technisch mit dem Gerät auskennt, aber auch über die Möglichkeiten, die es gibt, sowas anzuwenden. Nach meiner Erfahrung ist es so, es braucht keine Praxis zu sein. Es ist in dem Sinne keine ärztliche Anwendung. Also auch ein Heilpraktiker oder auch ein Wissenschaftler oder jemand, der sich selbst ein Ernährungsberater. Darf das machen, wenn er sich dieser Fachausbildung zukommen lässt, die eben dort auch angeboten wird. Und ich denke, dass es eben nicht nur die Fachausbildung ist, sondern dass es die Begleitung ist, die laufende Begleitung, die man sich dann immer wieder, man schreibt eine E-Mail hin und hat ein Problem, hat eine Sorge, dann wird das bearbeitet. Und so wächst man da auch hinein in diese Aufgabe. Und ich denke, dass man mit einer Pflegekraft, die man gut ausgebildet hat, so gehe ich vor. Es sind Pflegekräfte, die aufgrund der bekannten Situationen, in Schwierigkeiten in den Krankenhäusern, man muss geimpft sein und so weiter und so weiter, eine andere Betätigung suchen. Die haben dann auch schon mal den Hintergrund. Ja, und die Empathie. Die Empathie mit Menschen umzugehen, den Menschen die Maske sozusagen richtig anzupassen, fühlen sich darunter wohl. Es ist ja auch ein Service, der da geboten wird. Und denen sozusagen die Möglichkeit zu geben, hier ein neues Feld aufzutun. Ich glaube, dass wir wir haben kein Problem, Menschen zu finden, die dort arbeiten wollen in dem Bereich, die, wie gesagt, keine Ärzte, keine Heilpraktiker sein müssen, sondern eine Ausbildung im Pflegeberuf ist optimal für so etwas und die dann diese Zusatzausbildung bekommen. Ich glaube, mich noch zu erinnern, dass das Gerät ist jetzt nicht ganz günstig, aber ich glaube, es lässt sich leasen, gell? Ja, mieten. Mieten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Miete und es gibt den Kauf. Das Gerät ist deshalb auch nicht günstig, weil es natürlich ganz viele Features hat, die spannend sind, die dem Patienten zugutekommen. Natürlich kostet die CE-Zertifizierung viel, also die medizinproduktrechtliche Zulassung. Die kostet richtig Geld, also da ist nicht zu unterschätzen. Und die Auflagen werden immer höher. Und die Auflagen werden immer schwieriger und immer höher, gar keine Frage. Und natürlich muss man aussehen, man bezahlt ein Stück weit auch den Service damit. Ja. So gesehen ist das dann schon
und natürlich eine Belastung des Geldbeutels. Aber wie gesagt, man kann es mieten. Und das macht der Michael Back auch offensichtlich ganz gerne, so wie ich das mitbekomme. Und da gibt es auch Möglichkeiten Miete und Mietkauf, dass man also sich dann irgendwann mal nach einem halben Jahr entscheidet, das Gerät zu kaufen. Und da ist er dann sicher immer entgegenkommend. Aber ich will ihm jetzt nicht in seine Politik reinsprechen. Es braucht auch gar nicht viel Gäste, die man regelmäßig behandeln kann, um das sehr schnell zu refinanzieren. Also ja. Ich habe ja diese Kalkulation gemacht, meiner Erachtens. Ein unfassbar zeitgemäßes Ding. Ja. Und für die Leute, die sich wirklich interessieren, also ich interessiere mich hier auch, ich kenne das, ich habe auch ein Gerät zu Hause, aber was ich als QS24 Fernsehsender natürlich nach außen tragen will, ist eine Medizin der Zukunft. Und wir werden ganz, ganz sicher noch viel Werbung zu diesen Gesundheitsoasen machen. Und wenn sie auch eine Oase sind, werden auch sie geografisch natürlich davon profitieren. Da bin ich überzeugt davon. Danke, dass du dieses Thema angeschnitten hast. Gerne. Ich staune immer wieder über dich, was du immer wieder Neues bringst und dass du jetzt auch zwei solche Oasen gebaut hast. Mhm. Großartig. Und ja, wünschen wir uns, dass noch 1000 weitere in der Schweiz aufgebaut werden. Ziel ist das tatsächlich, flächendeckend anzubieten. Mhm. Und meine Meinung ist immer, wir sollten gerade den Schweizer nicht so sehr überfordern, weit weg hinzufahren irgendwo, sondern wir sollten mit der Technik zu den Menschen gehen. Mhm. Das heißt also, die Möglichkeit anzubieten, dass man immer in so einem Umkreis von 10, 20 Kilometern eine Möglichkeit hat, sowas zu machen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Flächendeckend in der Schweiz diese Energiezentren, Oasen den Menschen anzubieten, dass sie dort einmal pro Woche Energie tanken können, wie an einer Tankstelle. Ja, und jetzt haben wir alle auch verstanden, was da passiert. Das ist nicht nur einfach Strom, den wir da kriegen, sondern wir geben eigentlich, wir bauen neue Mitochondrien, neue Kraftwerke, die den Strom selber produzieren. So ist das heißt, wir werden unabhängig, oder? Ja, wir werden unabhängig von anderen Energiespendern, wo man uns einreden will, sie würden Energie spenden, weil wir unsere eigenen Ressourcen anzapfen. Das ist doch immer viel besser. Herzlichen Dank. Danke. Professor Dr. Stefan Hockertz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Doppelsendung, es ist eine stündige geworden, aber ich hoffe, wir konnten sie richtig packen. Sie haben auch gesehen, das Thema brennt auch in mir drin, weil es einfach die Gesundheitsvorsorge ist, meiner Erachtens, die so zeitgemäß ist und so bedeutsam und so wichtig und die an der Basis ansetzt, die uns die Möglichkeit gibt, sehr, sehr viele schlimme Sachen, die auch jedem Menschen letztendlich passieren können, durch die Erstärkung, die Vergrößerung der Selbstheilungskräfte auch wieder besser in den Griff zu kriegen. Und das ist meiner Erachtens ein Schlüssel in die Selbstständigkeit, in die Selbstheilung, in die Unabhängigkeit und eben einen Beitrag selber zu leisten und die eigene Gesundheit. Sehr bedeutsam. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.